Wir werden heute gemeinsam eine Schneckensuppe kochen, und zwar klassisch mit Haselnüsse, Noisy Brat, gehackte Kräuter, Schalotten. Das ist schön Sellerie, das Selleriegrün. Es gibt ein kräftiger Geschmack. Weinbergschnecken gibt es auch so zu kaufen in der Dose. Im Aufguss brauchen Sie bloß abgießen und abspülen. Wir brauchen dazu zum Ablöschen Noisy Brat. Noisy Brat ist ein französischer Wermut. Und dazu etwas Weißwein, etwas Gemüsebrühe und frische Sahne. Für unsere Schneckensuppe nehmen wir eine Schalotte und schneiden die in kleine Würfel. Brunoise auch genannt. Schalotte ist ja vom Geschmack etwas milder als die normale Gemüsezwiebel. So. Dazu geben wir in unseren Topf etwas Butter. Die gehackten Schalotten. Geben das Gemüse dazu, das klein geschnittene, also Sellerie, Lauch und Möhren. Lassen das glasig nennt sich das Gemüse, anschwenken, leicht garen lassen, das ist ja nur roh, dauert so circa 5 Minuten. Unser Gemüse ist jetzt glasig gedünstet, wir löschen das jetzt ab mit Gemüsebrühe, frische Sahne. Lassen es nochmal aufkochen. Um die Hälfte reduzieren lassen, und zum Schluss brauchen wir dann bloß noch die gehackte Haselnüsse dazugeben, die Weinbergschnecken und etwas Selleriegrün, was schön fein gehackt ist. So, wir haben es um die Hälfte einkochen lassen. Jetzt geben wir noch, wie gesagt, den französischen Wermut dazu, den Noisy Brat, etwas Weißwein und trocknen, geben die gehackte Haselnüsse dazu. Weil viele kennen ja nur die Weinbergschnecken mit Kräuter und Knoblauch. Hier halt eine Alternative, halt mit Gemüse und Haselnüsse. Die abgespülten Weinbergschnecken brauchen Sie bloß dazugeben und warm werden lassen. Die sind ja schon gekocht und gegart. Und da geben wir noch zum Schluss ein Selleriegrün dazu und würzen das. Frischen Pfeffer und Salz aus der Mühle. So, unser Schneckenragout ist jetzt fertig und jetzt würden wir anrichten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Ihr Winston Klaus. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.